Nikolai Geda, Volkslieder und Romanzen aus dem alten Russland. So heißt seine ganze CD, die er gemacht hat. Und jetzt wollte er eigentlich von der Bühne gehen, aber ich würde ihn bitten, noch einen Augenblick zu bleiben. Jetzt kommt eine Überraschung. Nach dem russischen Kalender hat er heute, der Nikolas oder der Nikolai, Namenstag. Und die Kollegen haben sich überlegt, ihm dazu zu gratulieren. Dasselbe kann man in Russland auch zum Geburtstag singen. Und das klingt, wie ich finde, wunderschön, und zwar so.